In Tunesien hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Eine von vielen Tunesiern seit Jahren herbeigesehnte neue Ära. Präsident Ben Ali ist geflüchtet, ein Übergangskabinett regiert und Reformen sind angekündigt. Doch es bleibt noch viel zu tun. Nach 23 Jahren Einschränkung der Menschenrechte, Korruption und Machtmissbrauch muss sich das System von Grund auf erneuern. Doch ein Mehr an Freiheit hat die Revolution den meisten Tunesiern schon gebracht. Unser Team hat drei Tunesier in diese neue Zeit begleitet. Einen ehemals Verbannten aus dem Exil, eine Journalistin aus dem Untergrund und einen jungen Mann, der von Bildung und einem besseren Leben träumt. Eine Reportage von Thomas Dandois und Candice Baudin. Wenn die Diktatoren wie Diebe in der Nacht ihr Land endlich verlassen haben, dann kommen die Regimekritiker wieder nach Hause. Drei Tage nach dem Sturz von Ben Ali platzt die Ankunftshalle des Flughafens von Tunis aus allen Nähten. Alle wollen die Verbannten von gestern in ihrer Heimat willkommen heißen. Unter den Exilanten ist auch Kamel Jendoubi, der Sohn des Landes, ein Kämpfer für die Menschenrechte. Er wurde verbannt, weil das Regime seine Kritik als störend empfand. Zehn lange Jahre haben er und seine Familie auf diesen Tag gewartet. Bist du jetzt glücklich? Es ist... Darauf haben wir sehr lange gewartet. Es ist ein großer Moment. Diesmal ist es wirklich ein Wendepunkt in der Geschichte. Denn noch vor einer Woche hätte man ihm die Einreise verweigert. Noch hat der Regimekritiker Kamel keinen tunesischen Pass. Aber er wollte sein Exil in Frankreich schnellstens verlassen und nach Tunesien zurückkehren. Er, seine zwei Kinder und seine Frau Edith. Wir können noch 20 Jahre kämpfen, das ist es wert. Auch sie ist eine Gegnerin von Ben Ali, seit der ersten Stunde. Tunesien ist stolz auf Sie, Herr Kamel. Ich kann gerade nicht sprechen. Tunesien ist stolz auf Sie, Herr Kamel. Er will sagen, Diktaturen sind nicht von Dauer. Wenn sich die Jugend und die Kämpfer für die Demokratie zusammenschließen, können Diktaturen wie die von Ben Ali gestürzt werden. Und all die anderen auch. Ich glaube, die Ereignisse in Tunesien werden auch auf andere Länder übergreifen. Vor allem auf Marokko und Algerien. Nur vor einem habe ich Angst. Den Machenschaften von Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi, der Ben Ali während dessen gesamter Schreckensherrschaft unterstützt hat. Denn er setzt jetzt alles daran, Tunesien ins Chaos zu stürzen. Derzeit ist die Stimmung in Tunesien noch gedämpft. Es sind die ersten Gehversuche eines Landes auf dem Weg zur Demokratie. Keine Jubelszenen, keine Feste. Viele trauen sich noch nicht auf die Straßen, aus Angst vor den Milizen. Die Armee wurde in Alarmbereitschaft versetzt und soll für Ruhe und Ordnung sorgen. Unterstützt werden sie von Bürgerwehren. An jeder Ecke wird kontrolliert. Und überall Szenen kollektiver Befreiung. Das ist so befreiend hier drin. Er sieht beinahe aus wie der Teufel. Etwas weiter entfernt, auf der Avenue Bourguiba, der Einkaufsstraße, erregt die Auslage einer Buchhandlung die Gemüter. Zum ersten Mal werden hier wieder lange verbotene Bücher verkauft. Er ist Journalist. Er war im Gefängnis. Wir können wieder frei atmen. Wir bekommen wieder Luft. Jetzt heißt es weitermachen, damit es wahr wird und nicht wieder wird wie zuvor. Noza ist 29 Jahre alt und Journalistin. Vor 4 Jahren kündigte ihr der staatliche Fernsehsender. Deshalb gründete sie einen illegalen Radiosender. In einem Polizeistaat wie Tunesien wird da schon der Weg zur Arbeit, zu einem Spiel mit dem Risiko.
Ich war gezwungen, zwei oder dreimal das Taxi zu wechseln. Von Habib Bourguiba bis zum Sender sind es normalerweise 10 Minuten im Taxi. Aber ich musste ständig das Taxi wechseln, damit die Bullen mich nicht verfolgen konnten. Der Standort des Piratensenders war und ist geheim. Solange Nozza nicht weiß, wie es weitergeht, bleibt sie lieber vorsichtig. Ich vertraue niemandem. Ich möchte noch nichts preisgeben und erst abwarten, was in den nächsten Tagen passieren wird. Bitte, ich möchte es lieber noch geheim halten. Danke. Hallo Leute! Ihr Sender, das ist eigentlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Aufnahmestudio. Wo seid ihr? Ah, da. Es ist eine ganz normale Wohnung. Hier ist das Badezimmer und hier die Redaktion. Vor 3 Jahren stürmten Polizisten den alten Sender und beschlagnahmten alles. Das Team suchte sich eine neue geheime Bleibe und zählt auf noch mehr Vorsicht. Hier sehen Sie, die Tür wurde mit mehreren massiven Stahlriegeln verstärkt, damit niemand eindringen kann, während wir auf Sendung sind. Hallo, liebe Hörer von Radio 6. Ein neuer Tag in einem neuen Zeitalter. Wir sind vereint auf Radio 6. 5-mal in der Woche zeichnet Nozza Sendungen auf, die im Internet ausgestrahlt werden. Heute interviewt sie junge Blogger, die mit sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter die Zensur umgangen haben. Mit ihrem Blog A Tunisian Girl ist Lina zum Symbol des Cyberwiderstands geworden. Ich konnte Fotos von Menschen machen, die an jenem Tag von tunesischen Polizisten erschossen wurden. Ihre Strategie für den modernen Widerstand? Technisches Know-how, Cleverness und viel Mut. Wenn wir etwas vorhatten, eine Demo oder so, hat man mir das Internet für 2, 3, 4, 5 Tage abgestellt. Darum benutze ich einen 3G-Modemstick, den ich immer bei mir trage. Damit kann ich überall ins Internet. Also eine Internetverbindung, ein Fotoapparat, ein Computer und man kann alles schreiben. Ich bin das Risiko eingegangen, festgenommen, vielleicht sogar gefoltert zu werden. Zur Zeit des alten Regimes war alles möglich. Aber wenn man keine Luft zum Atmen mehr hat, ist man zu allem bereit. Schon 2 Tage nach seiner Rückkehr findet sich der Regimekritiker Kamel Jendoubi wieder ganz gut in seiner Heimatstadt zurecht. Wieso fährst du hier entlang? Wir müssen doch... Sie warten auf uns. Hier hat sich nichts verändert. Alles ist noch so, wie es einmal war. Da ist der Markt. Da gibt es ein berühmtes tunesisches Gericht, Labladi. Als Kinder haben wir das immer hier gegessen. Für 20 Centime. Es kommt mir vor, als wäre alles ein wenig geschrumpft. Unglaublich. Als erstes besucht er die Liga für Menschenrechte. Das Gebäude wirkt außen wie innen verwaist. Lange Zeit war es eine bloße Fassade des Regimes. Während seiner Diktatur ließ er die Liga für Menschenrechte zwar vordergründig bestehen, hinderte sie aber daran, ihre Arbeit zu machen. Das heißt, Klagen von Seiten der Bürger zu sammeln und Nachforschungen vor Ort anzustellen. Wären wir noch vor einem Monat hergekommen, hätte die Polizei uns nicht erst hier, sondern direkt am Eingang des Viertels daran gehindert, hierher zu kommen. Und Sie wären ganz bestimmt auch nicht hier. Den ganzen Tag hetzt er von einem Termin zum nächsten. Doch zwischen 2 Meetings nutzt er die Zeit zu einem kleinen Familienausflug in das Viertel, in dem er aufgewachsen ist. Zügig schreitet er voran, so als wollte er die verlorene Zeit wieder einholen. Und doch trifft er bei jedem Schritt auf Gesichter aus seiner Vergangenheit. Ja.
Und plötzlich, am Ende einer Straße, das Haus seiner Kindheit. Richtig, jetzt weiß ich's wieder. Hinter dieser Tür habe ich früher geschlafen. Was empfinden Sie in diesem Moment? Was soll ich sagen? In meinem Kopf geht es drunter und drüber. Ich sehe die Bilder der Vergangenheit. Wir wohnten hier zu elft. Ich schlief da, meine Eltern hier. Meine Geschwister alle zusammen in diesem Zimmer. 11 Personen. Und so ging das über Jahre. Seht her, Kinder. Hier in diesem Haus hat euer Vater lange mit euren Großeltern gelebt. Kaum vorstellbar. Die Wohnung ist so groß wie unser Zimmer. Er hat uns mit diesem Besuch ein Riesengeschenk gemacht. Wenn man bedenkt, wo er herkommt. Respekt, Papa. Ich bewundere ihn. Er ist ein echtes Vorbild für mich. Du bist ganz klein und denkst, unsere Sorgen in Frankreich sind nichts dagegen. Ein Pappenstiel. Einen kurzen Augenblick werden alle von ihren Gefühlen übermannt. Doch dann gewinnt die aktuelle politische Situation wieder die Oberhand. Ich appelliere an die Welt, dass sie die Geschehnisse in Tunesien unterstützt, ohne sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Sie soll dem Volk Rückendeckung geben, damit es selbst über seinen weiteren Weg entscheiden kann. Die Souveränität des Volkes muss gewahrt bleiben. Demokratie ist die zentrale Herausforderung, nicht nur in Tunesien, sondern überall in diesem Teil der arabischen Welt. Zur gleichen Zeit im Zentrum von Tunis. Überall auf den Straßen demonstrierende Menschen. Seit einer Woche immer wieder das gleiche Bild. Für Nozza Gelegenheit, als freie Journalistin erste Erfahrungen zu sammeln. Ich bin so stolz und aufgeregt, weil es für mich eine Premiere ist. Ich laufe mit meinem Tonbandgerät herum und die Polizisten können mir nichts anhaben. Das ist einfach spitze. Seit Wochen hat Nozza keine Demonstration verpasst. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Journalistin mitten in einem Interview von ihren Gefühlen übermannt wird. Hey, was tust du da? Soll das professionell sein? Wenig später reiht sich Nozza in den Zug der Demonstranten ein. An diesem Tag ist eine Übergangsregierung ernannt worden. Auf den Schlüsselposten sitzen nach wie vor die Männer der RCD, der Partei von Ben Ali. Die RCD muss weg. Nicht nur Ben Ali, sondern die gesamte RCD. Weil sie als Präsidentenpartei verantwortlich für alles ist, was sich in den letzten 50 Jahren in Tunesien abgespielt hat. Diese Leute müssen weg. Wir müssen Tunesien von der RCD säubern. Plötzlich erkennt die junge Frau im Polizeikordon einen Mann wieder. Einen Handlanger Ben Alis. Siehst du mich? Du hast im Namen Ben Alis getötet. Ich habe mit Ben Ali nichts zu tun. Du verwechselst mich. Jedes Mal, wenn er mich sah, sagte er zu mir, pfeif auf die Meinungsfreiheit. Wir scheren uns hier einen Dreck darum. Jetzt kann er sich einen Dreck um alles scheren. Weil nämlich alle die Meinungsfreiheit wollen. Kann er es mit allen aufnehmen? Nein, kann er nicht. Unterdessen gärt es am anderen Ende der Stadt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Zwar ist die Demokratie noch jung, erst ein paar Tage alt. Doch die Polizei hält an ihren alten Gewohnheiten fest. Der Protest wird niedergeknüppelt mit Schlagstöcken und Tränengasgranaten, die nicht selten aus nächster Nähe abgeschossen werden.
Die Menge rennt auseinander, doch ohne klein beizugeben. Ein Stück weiter formieren sich die Gruppen neu und leisten Widerstand. Mit immer wieder den gleichen Forderungen. Wir demonstrieren, weil das Regime auf seinem Kontinuitätskurs das Volk abwürgt. Das Ganze ist eine Maskerade, eine korrupte Kontinuitätsregierung. Die Polizei stürmt mit einem Großaufgebot. Dann geht wider Erwarten die Armee dazwischen. Sie hatte sich schon dem Schießbefehl des Präsidenten widersetzt. Einmal mehr sucht sie den Schulterschluss mit der Menge, um ein Blutbad zu verhindern. Die Polizei zieht sich zurück. Mit Beginn der Ausgangssperre scheint in der Stadt wieder Ruhe eingekehrt. Wenige Tage zuvor wurde die Regierung ausgewechselt. Gott schütze uns. 300 Kilometer von Tunis entfernt liegt das Städtchen Sidi Bouzid. Es ist 4 Uhr morgens. Adnan und sein Vetter wollen auf dem Markt die Ersten sein. Es wird wieder ein langer Arbeitstag. Ich stehe früh auf, damit keiner mir meinen Platz wegschnappt. So kann ich in Ruhe arbeiten. Los geht's, fangen wir an. Adnan, hier kannst du nicht bleiben. Keine Angst, ich lade nur kurz aus. Adnans Cousin und Lehrmeister auf dem Markt war Mohamed Bouazizi, der 26 Jahre junge Mann, der sich aus Protest gegen die korrupte Polizei verbrannte und damit die Revolte auslöste. Ich sehe mich als zweiten Mohamed Bouazizi, wie alle jungen Leute hier. Sie lieben ihre Arbeit und stehen gerne früh auf, wenn sie davon ihren Lebensunterhalt verdienen und ihre Familie ernähren können. Dass die Großunternehmen vom System Ben Ali erpresst wurden, ist bekannt. Doch auch die kleinen Leute, einfache Verkäufer wie Adnan, blieben nicht verschont. Die städtischen Polizisten haben uns unaufhörlich schikaniert. Wer kein Schmiergeld zahlte, durfte nicht arbeiten. Sie haben die Waage demoliert und die Waren einfach mitgenommen. Danach wurde man auch noch zum Verhör aufs Revier bestellt. Und zum Feierabend haben sie alles Beschlagnahmte unter sich aufgeteilt. Zwischen Stehlen und Armut ist der Markt oft die einzige Chance zu überleben. Hier im Landesinneren gibt es keine Luxushotels wie an der Küste. Keine Unternehmen, keine Fabriken, keine Infrastruktur. Jugendliche wie Adnan gehören zu der sogenannten Opfergeneration. 50% der jüngeren Bevölkerung sind arbeitslos. Die Verzweiflungstat von Mohamed Bouazizi hat der Polizeikorruption ein Ende gesetzt und die Wut des Volkes neu entfacht. Den Frust der Armen. Hier im Herzen Tunesiens fing die Revolution an. Der tote Gemüsehändler wird zum Märtyrer. Und an diesem Tag wird ihm zu Ehren der Hauptplatz nach ihm umbenannt. Nozza berichtet live. Ein Stück zurück, Leute. Hört ihr nicht? Wir bringen eine Tafel für ihn an. Damit wollen wir sein Andenken bewahren und ihn ehren. Da steht Platz Mohamed Bouazizi. Nach Zeugen, die am Tag der Tragödie vor Ort waren, muss die Journalistin nicht lange suchen. Dutzende haben alles gesehen. Hier vor der Stadtverwaltung hat er sich angezündet. Dann lief er vor bis zur Straße. Er stand in Flammen und war umringt von schreienden Menschen. Es gab einen großen Menschenauflauf. Es war grauenhaft, das mit anzusehen. Der 17. Dezember wurde zum Tag der nationalen Trauer. Adnan will nicht daran denken. Zeit dazu hat er ohnehin nicht. Wie die anderen steht er 12 Stunden lang auf dem Markt und packt Gemüse in Tüten. Im Winter bei 4 Grad über Null.
Die Arbeit sieht auf den ersten Blick ganz leicht aus. Dabei ist sie verdammt hart. Hier, 3 Dinar 80. Alle hier träumen von einer besseren Zukunft. Etwas anderem als täglich auf dem Markt zu stehen. Sein Cousin, der mit ihm arbeitet, hat sogar studiert. Doch auch ein abgeschlossenes Studium ist nicht viel wert in Tunesien. Ich habe ein Lehrerdiplom und mache gerade meinen Magister in Arabisch. Aber das ist keine Garantie, eine Arbeit zu finden. Wenn du Pech hast, bist du 4-5 Jahre arbeitslos. Ich kenne welche, die waren 10 Jahre ohne Arbeit. Du musst dich irgendwie mit Gelegenheitsjobs durchschlagen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Studieren bringt rein gar nichts. Nach gut 12 Stunden auf dem Markt kommt Adnan endlich nach Hause. Wie jeden Abend sitzt er noch Stunden über seinen Heften und lernt fürs Abitur. Bald dürfte er es geschafft haben. Die Revolution gibt ihm Schwung. In Tunis streift Nozza noch immer durch die Stadt. Sie kann nicht genug davon bekommen, diese neuen Töne der Freiheit mit ihrem Mikrofon einzufangen. Ruhe, beruhigt euch. Nozzas größter Wunsch ist es, als Journalistin für einen offiziellen Radiosender arbeiten zu dürfen. Kamel wird weiter zwischen Frankreich und Tunesien pendeln und die Folgen der Jasmin-Revolution am Mittelmeer aus nächster Nähe verfolgen. Die Folgen einer Aufbruchstimmung, die bald die ganze arabische Welt anstecken könnte.